Kurs um 7 Grad nach Backbord ändern. Jawohl, 7 Grad Backbord. Okay. LI schon mal bereithalten zum Negativtank öffnen. Kurs liegt an. Jetzt direkt vor uns. Ja. 1WO Headings, Heading-Einstellung 0. Alles Nullen. Ich möchte, dass der gerade rausgeht. Verstanden. Kurs um 5 Grad nach Steuerbord ändern. 5 Grad Steuerbord. Check. Frage Geschwindigkeit. Kurs eingegeben, Geschwindigkeit 7,2 Knoten. Sehr gut. Kurs um 10 Grad Steuerbord ändern. 10 Grad Steuerbord. Welche Streuung haben wir drin? 1WO? Unveränderbar 0. Okay. Kurs liegt an. Kurs um 8 Grad. Nein, Kurs halten. Kurs halten. Das ist das Estig, meine Freunde. Check. Ja, kacke, ne? Ach, Quatsch. Kurs, 2 Grad Steuerbord ändern. 2 Grad Steuerbord. Frage Tiefe 0. Halten. Halten. Schiss, du Penner. Auf Feuer, 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 Feuer. Auf Tiefe gehen. Stell auf Tiefe, LI. Negativtank ausblasen. Alarm tauchen. Alarm! Negativtank offen. Runtergehen, richtig runtergehen. Steuermann, 90 Grad Steuerbordwende. Masch, masch. 90 Grad Steuerbord. Mal gucken. Achtertank geöffnet. Vorderer Tank geöffnet. Periskope einfahren. Komm näher. Hast du noch geschossen, 1WO? Ja, Torpedos sind rausgegangen. Ist jetzt über uns. Wasserbomben? Ja, verfehlt. Der war schon näher. 70 Meter, Herr Galoy. Müsste jetzt hinter uns sein. Sehr gut. Bei 80 Abfang. Kurs ja, verstanden. Dass wir den nicht getroffen haben. Der kam quasi mit der Spitze auf uns zu. Wie will der denn da ausgewichen sein? Auf Steuerbordseite. 80 Meter, Herr Galoy. Check. Ah, die Range war nicht drin. Okay. Hattest du den AOB auf 0 gesetzt? Auf 90 gesetzt? Der AOB war auf 0. Okay. Die Schüsse sind raus. Wurde es durchgependelt bei 90 Meter. Ja. Sehr gut. Ja, nein, Schüsse gehört. Hörst du ihn noch? Ja, auf 130 ungefähr. Okay. 120 jetzt. Dreh der bei. Negativ. Okay. LI auf 70 Meter gehen. 70 Meter. Wie konnten wir den nicht treffen? Konnten wir den nicht treffen? Der war auf 0. Dadurch, dass die Torpedos alle auf 0 gegangen sind, schätze ich, dass er entweder durch die Strömung leicht abgetrieben wurden, unsere Torpedos, oder ja. Nächstes Mal machen wir so einen Quatsch nur noch mit einem Torpedo. Ich will mit rein, wenn diese Streuung eh nicht funktioniert. Herr Kaloin, Batterieladung bei 4 kA/Stunde. Bei wie viel? Bei 4 kA/Stunde. Das ist genau das, was wir jetzt nicht gebrauchen können. Geschwindigkeit verringern auf große Fahrt. Ja, gute Empfehlung. Nein, wir machen es anders. Geschwindigkeit ändern auf Schleichfahrt. Okay. Geschwindigkeit ändert auf Schleichfahrt.
Wiederholen, Naff. Wir distanzieren uns. Kann ich einmal hören? Okay. Meter, Herr Kaloy. Check. Danke. Weiterhören. Wenn er sich nähert, direkt Bescheid sagen. Es war gerade sehr, sehr knapp, meine Damen und Herren. Sind die Wasserbomben über uns explodiert? Oder an uns vorbei? Die sind auf unserer Backbordseite wahrscheinlich hochgegangen. Wir sind den... Ja, die sind Backbord runtergeworfen worden, auf jeden Fall. Was wir ja gemacht haben, war, der ist uns genau mit seinem Bug, wir haben genau einen kreuzenden Kurs auf einer Nulllage gehabt. Dann haben wir geschossen auf, wie war der weg, 100 Meter, sind getaucht und uns direkt nach 90 gedreht. Dann hat der so gesehen, und dann sind wir noch tiefer gegangen, also hat er so gesehen, über uns und dann auch noch neben uns geworfen. Da hat er uns nicht treffen können. ST-Kontakt. Ja. Okay. Weiterhören. Direkt melden, wenn Wasserbomben. Immer schön weitergehen. 1-4 Uhr Negativtank für Alarmtauchen. Trauen wir nicht, wir können so schnell genug runtergehen. Verstanden. Wir sind jetzt auf Schleichfahrt, richtig? Richtig. Geschwindigkeit bei 1,5 Knoten. Sind Sie Tiefe sicher, dass wir damit runterkommen? Nee. Auf 100 Meter gehen. Neue Tiefe 100? Negativtank noch halten. Ja. Kurs um 40 Grad nach Backbord ändern. 40 Grad Backbord. Der Freund ist über uns. Ja. Hinter uns noch leicht. Jetzt ist er über uns weg. Da kommen wahrscheinlich gleich die Wasserbomben. 2. Runtergehen, runtergehen. Tiefer. Negativtank nutzen. Negativtank ist voll. Okay. Wir sind nur auf Schleichfahrt, Herr Kaloy. Schneller geht's nicht. Alles gut. Meter. Auf Steuerbord. Der war nah. Oh, scheiße! Der war noch näher. Verdammt. Kein Wassereinbruch bis jetzt. Check. Muss aber Oh Mann. Ruhig bleiben, Männer, ruhig bleiben. Der Drecksack hat uns doch tatsächlich wieder die Lampe über dem Navigationstisch abgeknipst, ne? Jetzt kann ich leider nicht auf die Karte gucken. Weißt du, wenn die mir den rum... Wiederholen Sie, Ellie? Können wir auf Rotlicht gehen? Bitte. Wir können Rotlicht machen, wenn sie die Stimmung dazu haben. Respekt. Oh Gott. Jawohl, Herr Kaloy. 90 Meter. Die Rotlichter sind auch noch kaputt. Das ist doch kein Garantiefall mehr. Ein schönes Boot. Okay. Fragerichtung? 41 Grad. Frage Feindrichtung? 70. Okay. Tiefe? Boot ist durchgependelt bei 100, Herr Kaloy. Okay. Tiefer gehen. 150 Meter. 150, Herr Kaloy. Frage Batteriestand. 3,5 Amperestunden.
passt. Das passt. Alles locker. Alles easy. Kommt näher. Kurs ändern. 10 Grad nach Steuerbord. 10 Grad Steuerbord. LI weiter das Boot fallen lassen. Wir müssen runter. 120 Meter. Du weißt ja, wo die Werftgarantie ist, ne? 80. Feind auf 125. 130. Kurs liegt an. Sehr gut. LI, Sie sehen so nervös aus. 130 Meter, Herr Kaloy. Sehr gut. Sie machen das gut, meine Herren. Sie machen das wirklich gut. Auswandern. Jetzt auf 150. Meiner Meinung nach gleichbleibend. Estig. Okay, der wird gleich wieder schmeißen. Wer viel schmeißt, hat bald nichts mehr. Tiefer gehen. Der ist erst leer, meines Wissens, so ab 30. Ich glaube, 30 Wasserbomben hält dieses Boot nicht aus. 140 Meter. Sehr gut. Weiter sinken, Ellie. Weiter. Auf 150 Meter. Okay, wieder ran, bereit zur Übernahme, Naff? Ja. Übernahme. Schön hören, wenn die Wasserbomben kommen. Frage, wenn Estig verstummt, Geschwindigkeit erhöhen, um Abdrehen zu erleichtern. 150. Ja. Kommen die Wasserbomben? Mann, Geschwindigkeit auf halbe jetzt. Fahrt abdrehen. Wasserbomben. Wie viele? 90 Grad Steuerbord. Jetzt. 30 Grad Steuerbord. Der müsste direkt über uns sein. Festhalten, Männer. Und ruhig bleiben. Ist mir hier ja keiner aus. 340 laut U-Boot. Boot fällt sehr weiter, gut. 160. 1WO, was sagt die Bilch? Kein Wasser eindringen bis jetzt. Ah, gute deutsche Werftqualität. Meter hat gestoppt. Und fällt doch weiter. Halten. Kurs liegt an. Also entweder sehr ist dein Ruder verklemmt oder... Das ist unser Negativtank, der vor das. Verdammt. Lernen, ansonsten sinken wir. Das ja. Hören die doch. Ist jetzt... Erster ausblasen, ausblasen, ausblasen. Drei. Durch die Wasserbomben. 9, wie viele waren gemeldet? Kontraktrichtung 284 entfernt sich. Sehr gut. Aber nur langsam. 165 und wir steigen wieder. Ja. Steuermann wieder auf Dead Slow umschalten. Jawohl. Ja. Frage Batteriestand. Batterie bei 3,2 kA/h. LI auf 120 Meter Tiefe gehen. 120 Meter.
Kontakt auf 250. Bilk fängt langsam an. Wird wieder lauter. Ja. Ah, die Ventile tropfen. Alles gut. Ist normal. Machen Sie den Negativ mal noch nicht ganz leer, Ellie. Es kann sein, dass wir das gleich nochmal brauchen. Jawohl. Wie viel ist der Negativ? Ja, das passt mir. Noch auf 230. Boot fällt weiter, 170. Also sollen den doch auf 120 hochbringen. Jawohl, Herr Kaloy, es ist nicht so einfach bei der Geschwindigkeit. Ich bin noch nicht sicher, ob das Ruder nicht doch was mitbekommen hat. Das vordere Ruder. Sie müssen das jetzt positiv sehen. Positiv, ja. Entweder es ist nur der Negativtank. Dann blasen wir den jetzt aus und wir haben Ruhe. Wenn es jetzt wieder erwarten, doch das Ruder sein sollte, muss halt einer raus und das reparieren. 180 Meter, Boot fällt weiter. Geschwindigkeit auf halbe Fahrt. Negativ. Negativ? Negativ. Nicht, wenn der jetzt im Anlauf ist. Na, hat sich der Kurs vom Feind geändert? Ja. 260. Herr Ross, wir können uns die Bilke gerade nicht leisten. Das Boot fällt weiter, 182 Meter. 270, 275. Okay, ich kann's halten. Sehr gut. 190. venerdfünf. Okay, Kurs um 90 Grad nach Backbord ändern. Ein Häkchen. 150 Meter, Herr Kaloy. Sehr gut. Ich nicht gedacht, dass das Boot das ab kann. Elli, ich möchte Ihnen ja keinen Vorwurf machen, aber Sie sind hier, um zu lenken, nicht um zu denken. Merken Sie sich diesen Spruch, der wird irgendwann nochmal wichtig werden. Jawohl, lenken statt denken. Frage Geschwindigkeit. 4,5 Knoten. Exakt. Ist jetzt auf 160 Grad. Sind wir nicht zu hören bei der Geschwindigkeit hier unter Wasser? Das Interessante ist, der Kollege ist jetzt lange Zeit hinter uns hergefahren. Wir haben uns jetzt ein bisschen gedreht, jetzt sitzt er auf unserer 130 Steuerbord und ist in langsamer Fahrt. Macht das ja wie wir, also gleichbleibende Geschwindigkeit, ne? Ja. Auf Schleichfahrt gehen. Er verfolgt uns. Jawohl. Das werden wir jetzt sehen. Ellie, korrigieren Sie mich, aber sind wir am Abtauchen? Ich versuche die Höhe zu halten. Wir sind durch eine geothermische Schicht gestoßen. Aber das kriegen wir hin hier. Ist schneller geworden. Das Ästhetik ist aus. Was ist, wenn wir Toter Mann spielen? Das machen wir quasi gerade. Wir haben
Wir haben Schleichfahrt gemacht und mein Ziel ist jetzt, ihn parallel steuerbordlastig bei uns vorbeilaufen zu lassen. Da das S-Deck aus ist, scheint das zu funktionieren. Tiefe? Frage Tiefe? 112 Meter, Herr Kaloy. Tiefe halten. Jawohl. Das läuft, Männers. Es läuft. Ist jetzt auf unserer 140. Nach schnellen Geschwindigkeit. Bosse kann ich komplett vergessen jetzt. Die was? Meine Kurse, die ich gezeichnet hatte vorhin. Alles gut, L.I. Bin immer noch kein L.I. Ach Gott. Aber danke. Nach Offizier. Ja, er läuft an uns vorbei. Auf 80 Meter gehen. Auf 80 Meter. Auf langsame Fahrt gehen. Auf langsame Fahrt gehen. Kaloin, wir haben nur noch 2,5 Kiloamperestunden Batterieladung. Ja. Keine Angst, Steuermann, das reicht uns. Da muss ich dem Einzige zustimmen. Er hat uns verloren, Männers. Er hat uns verloren. Wer ist da am Essen? Es tut mir leid, das ist eine harte Arbeit. 100 Meter. Gleich. L.I. Wenn wir das hier, wenn wir aufgetaucht sind, werden Sie persönlich das Boot auf Schäden kontrollieren. Auch unter der Wasserlinie, dass wir uns da verstehen, ja. Und ich lasse den Motor nicht ausschalten. Und schau mal vorbei, ne? Fragetiefe? 100 Meter unter Kiel. Frage, steigend oder fallend? Über Kiel. Wir steigen. Sehr schön. Sehr schön. Auf halbe Fahrt gehen. Jawohl, halbe Fahrt. Meter. Okay. Frage Uhrzeit. Okay. Es ist 5:07. Was ist das? Dann auf Taglicht umschalten. 5:07. NAV-Offizier, Sie sagen mir, wenn sich dieser Kurs vom Zerstörer noch irgendwie ändert. Ich möchte alles wissen. 80 Meter, Herr Kaloy. Sehr gut. Auf Zero-Tiefe gehen. Zero-Tiefe, Herr Kaloy. Höhe ist auf 50. 1-4-O. Jawohl. Klar machen zur Brückenwache. Zweo klar zur Brückenwache. Sehr gut.
Bei der Geschwindigkeit werden wir in etwa 3 bis 4 Minuten was sehen können. Frage, auf welcher Richtung U-Boot-Kurs befindet sich der Zerstörer momentan? NAV-Offizier? Frage will ich ihn. 70 Meter. 47. 47, danke. Tiefe? 62 Meter, Herr Kaloy. Auf volle Fahrt gehen. Jawohl, volle Fahrt. Steuermann, Batteriestand. Batterie bei 2 kAh. Sehr gut. Herr Kaloy, empfehle große Fahrt, um Ressourcen nicht unnötig zu verschwenden. Wir werden jetzt hochkommen. So oder so. Wenn er da noch ist, müssen wir uns beeilen. 50 Meter. Selbst wenn wir das jetzt nicht mit voller Fahrt machen würden und der da oben noch schwimmt, wir hätten jetzt eh keine andere Chance mehr gehabt, als hochzukommen. Deswegen Empfehlung große Fahrt, um vielleicht noch einen Schuss abgeben zu können, bevor wir ganz hoch müssen. 40 Meter? Nein. Den Schuss haben wir schon mal riskiert. Das hat nicht funktioniert. Wir haben daraus gelernt, deshalb machen wir das nicht nochmal. Außer natürlich, er ist jetzt mit 8ern direkt zu uns in 10 Metern Entfernung. 30 Meter? Gut, dass unsere Marine uns damals gerettet hat. Ja. Dann auf 12 Metern einpendeln. Frage, Zerstörerlage? Selbe Position. Sehr gut. Frage, Tiefe? 20 Meter, Kaloy. Sehr gut. Gehen jetzt auf Zero-Tiefe. Ja. Zero hat Wasser durchbrochen. Weiter steigen. Schön auf 12 Meter gehen. Auftauchen, Ellie. Auftauchen. Auftauchen. Ja, verstanden. Weg. NAV-Offizier. Gut. Klammern zur Brückenwache. Ja, zur Brückenwache. Ellie, Ballasttanks aufblasen. Ausgeblasen. Kompressor anschmeißen. Direkt. Steuermann, auf Diesel umschalten, die Batterien erst vollladen und dann auf Kurs gehen. Kurs 47 Grad setzen. Kurs 47 Grad. Check. Ausgeblasen. Vorher den Zerstörer. Sehr gut. Männers.
Riecht frisch hier, ne? Wir haben es geschafft, ja. Und sind dann noch Leichen im Wasser? Keine Ahnung. Oh, da unten wird es schon echt stickig, ne? Mann auf Brücke? Ja. Steuermann, Sie können mit hochkommen. Jawohl. Kurz durchatmen für alle. Ich fühle mich schon richtig unwohl hier draußen. Sehr gut. Meine Damen und Herren, das lief schon bis jetzt sehr gut. Ich habe diese kleine Kamera hier dabei. Wir machen einmal ein Gruppenfoto nach dieser überstandenen Fahrt. Einmal alle aufs Oberdeck. Vorne ans Bordgeschütz. Die deutsche U-Boot-Besatzung macht Bild von sich halbe Stunde nach Versenkung. Sehr gut. Dann 1-0, das Rohr wieder nullen. Alle Mann wieder auf die Brücke. Ellie, Sie gucken, dass Sie kontrollieren das Boot auf etwaige Schäden, die entstanden sein können. Ich möchte einen Bericht dazu. Nav-Offizier, Sie setzen wieder Ihren Kurs, plotten den neu. Steuermann, Sie kontrollieren, dass die Batterien voll sind. Danach gehen Sie auf volle Fahrt. 1-2-O, Sie machen Kontrolle über sämtliche Waffen, dass alles funktioniert. Verstanden. Also nur die Munitionsstatus. Nicht schießen. Wollen ja den Zerstörer nicht aufmerksam machen. So, verstanden. Harte Funktionstest. Der Gelenke noch in Betracht gezogen. Gelenke ist in Ordnung. Verstanden. Li, Sie dürfen mal funken. Der WDU muss doch wissen, was wir getan haben. Jawohl, Herr Kaloy, arbeitet noch an dem Funkspruch, dass wir feindlichen Geleitzug Fühlung aufgenommen haben. Ich hab mich schon gewundert, ich habe vorhin gar kein Telegramm gehört. Sie sind sehr, sehr langsam. Schalte Kompressor aus. Druckluft ist voll. Sehr gut. Herr Kaloyn, meine Batterie vollgeladen. Wir gehen wieder auf volle Kraft voraus. Sehr gut. Das Schiff ist soweit unbeschädigt, zu meiner Überraschung. Interessant. Aber Funkspruch, dass wir feindlichen Geleitzug entdeckt haben, ist bereit. Können Sie den schon mal abschicken, dann schicken wir den nächsten gleich hinterher. Ich weiß nicht, okay, ja, sicher. Soll ich dich in das Telegramm einweisen, Harry? Ja, irgendeine Geisterstimme möchte mich hier einweisen, Herr Kaloy. Das ist genehmigt. Ja, ich hab's geschrieben, ich hab den Text hier, ne? Li, nach unten. Li, Sie gehen jetzt erst nochmal auf Klo, dann kommen Sie nochmal wieder aufs Boot, ja? Und dann gucken wir mal, ob Sie immer noch Geisterstimmen hören, wenn Sie sich mal so ordentlich richtig einen abgesellt haben.